Jo, moin, Leute, und auch hoi, liebe Landratten und Rädchen, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Trek Online. Mit dabei ist der James Chakotay. Mahlzeit. Und wir sind mal wieder auf einer kleinen Patrouillenmission. Ja, freut der Arno sich immer drüber. Besser mit Freunden. Was ist denn das? Ich muss das jetzt irgendwie positiv rüberbringen. So, das RAM-ISAT-System befindet sich, im RAM-ISAT-System befinden sich 9 Planeten, die um einen weißen Stern der G-Klasse kreisen. Die 3 Planeten, die dem Stern am nächsten sind, sind Gasriesen. Aber RAM-ISAT 5 ist eine bewohnte Welt mit 3,2 Milliarden Einwohnern. Die RAM-ISAT, sprecht die überhaupt richtig aus oder wie spricht man die aus? Keine Ahnung. Okay, also die RAM-ISAT stehen mit dem Krennen-Imperium in einem Konkurrenzkampf und es ist bereits zu Gefechten zwischen den Streitkräften beider Seiten gekommen. Seit der Zerstörung der Krennen sind die RAM-ISAT in der Defensive und es ist, Einblendung von Engelmann hat sich angemeldet, danke. Text geht weg. Moment, wo war das? Das ist das. Defensive. Und es ist, jetzt meldet sich noch jemand an. Und es ist eine Frage der Zeit, bis die Krennen ihre Expansion fortsetzen. So. Danke. Bitte. Bei mir kommt das immer ein Stück über dem Text, den du gerade lesen wolltest. So. Beginnen RAM-ISAT-Patrouille. Akzeptieren. Vielleicht kriegen wir ja auch noch mal eine Bodenmission, dass ich zeigen kann, was meine Crew so drauf hat jetzt. Juhu. Oh, sieht ja episch hier außer links. Admiral, wir empfangen ein Notsignal von einem Talaxianer-Schiff. Auf den Schirm. Nötigen Hilfe. Ich wiederhole, hier spricht das Talaxianer-Schiff Wayfarer. Weiß ich nicht, ob das Talaxianisch ausgesprochen ist. Wir benötigen Hilfe und werden von den Vatvor angegriffen. Hilfe ist auf dem Weg. Das wird wieder langweilig. So. Hier. Wie? Das war's schon? Offensichtlich. Also es waren nur irgendwie 5 oder 6 Schiffe, mindestens. Keine Ahnung. Hier spricht Gress der Bentan-Wache. Danke für Ihre Unterstützung bei der Verteidigung des talaxianischen Schiffes. Wir waren gerade auf dem Weg beizustehen, als Sie auftauchten. Wir könnten ein Schiff wie das Ihre zurzeit gut gebrauchen. Wir könnten Ihnen helfen. Gut, dann betrachten Sie sich hiermit als Hilfskraft. Aha. In der Nähe unserer Position befindet sich eine Vatvor-Angriffsgruppe. Wir brauchen Ihre Hilfe, um die Vatvor hervorzulocken. Was brauchen Sie? Wir werden es mit einer Falle probieren. Die Vatvor werden ein Schiff, das wie ein leichtes Ziel anmutet, mit hoher Wahrscheinlichkeit angreifen. Verstecken Sie sich hinter einem der größeren Asteroiden in dem Gebiet, während wir etwas Warp-Plasma freilassen. Wenn die Vatvor sich zeigen, dann werden wir angreifen. Haben wir 2 Auswahlmöglichkeiten. Das sollte gar kein Problem darstellen, oder? Warum glauben Sie überhaupt, dass unsere Schiffe hinter den Asteroiden nicht zu sehen sein könnten? Ja, das finde ich gut, aber das ist ein Übersetzungsfehler. Der steht, nicht sehen sein können. Deswegen habe ich schon versucht, gegen Ende hin irgendwie was Brauchbares rauszudichten. Nehmen wir das erstmal. Die Asteroiden in diesem System sind voller dichter Materialien, die die Sensoren verwirren. Deshalb kommen die Vatvor häufig in dieses Gebiet. Denken Sie nicht, dass es recht ironisch wäre, wenn wir Ihre Taktik gegen Sie verwenden? Verstehe. Ich denke, wir könnten das tun. Denke ich. Vielleicht. Wir hoffen's. Wo will der hin? Ach, dahin.
Da hinten ist irgendwo so ein grüner Punkt. Ja, hier ist auch so ein Pfeil-Ding. Guck mal hier so. Abbremsen. Bing, 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 bing. Das ist Massenträgheit. Jetzt habe ich das Problem, was du sonst hattest. Welches denn? Achso, verstecken. Moment, verstecken, verstecken, verstecken. Verstecken. Irgendwas war hier doch. Oh, sie sind schon da. Das war ja ein langes Verstecken. Das war schon? Achso, nee. Tut mir leid, aber das war mir zu leicht. Tja. Achso, gibt noch einen zweiten Hinterhalt, okay. Hinter Asteroid verstecken, ist jetzt ein anderer? Ja. Ja, hier der große. Oh, hä? Das ist doch derselbe, wo wir eben waren, oder nicht? Nein, eben war ich mitten in einem offenen Feld. Hä? Moment, wo ist es denn jetzt hier? Ja, hier, wo ich bin. Das ist nicht das derselbe, wo ich eben hinterparkte. Weiß ich nicht, ich habe irgendwo da vorne geparkt, in einem freien Feld. Ich jetzt genau in dem Pfeil parken. Ja, guck dir mal an, wie klein der grüne Kreis ist. Ja, jetzt guck, siehst du. Drei, zwei, eins. Oh, guck mal, sie sind da. Wo sind wir denn? Hä? Wo denn? Nee, es kam niemand. Achso. Toll. Den Köder haben sie nicht gefressen. Wozu habe ich jetzt meine Buffs gezündet? Ernsthaft mal. Bin versteckt. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Die sind da. Tolle Freunde. Das ist fast schon ein bisschen pervers. Also es ist gerade wirklich ein bisschen sehr... Es ist schlimm. Wir haben die Schiffe schneller platt, als was sich unsere Gravitationsquellen auflösen. Ja. Gesetzlosigkeit ist im gesamten Quadranten ein Problem. Wenn mehr Leute wie Sie bereit wären zu helfen, dann könnten wir dieses Problem lösen. Ich habe gern geholfen. Ich wusste, dass Sie ein beschädigtes Schiff angreifen würden. Danke für Ihre Unterstützung. Gern geschehen. Noch mehr Marken. Marken, Marken, Marken. Marken, Marken, Marken. Aber hier war noch was zum Sammeln. Warte mal. Ich verlasse das System. Dun, 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 dun. So, wie lange hat das jetzt gedauert? 8 Minuten. Wow. Ich mir überlege, wie lange ich da das erste Mal dran rumgekrebst habe. Tja. Hättest du mal mich gefragt, dann wärst du schneller durch. Na. Jetzt hat er eine große Klappe. Jetzt bist du ah ja, so. Hab mich aber nicht davon abgehalten, dass ich mir letztens trotzdem das neue Dreadnought gekauft habe. Und ist er gut? Weiß ich nicht, habe noch nicht getestet, ich habe nur gekauft. Ganz unten oder ganz oben? Also ganz oben ist jetzt erstmal zumindest von der Flugrichtung ein bisschen kürzer. Gut, dann fliegen wir nach oben. Weil mehr als ein weiteres werden wir wohl nicht schaffen. Dann fliegen wir erstmal zur Zimmerpflanze.
Na toll, ich bin auf Transwarp gegangen, weit bevor ich diese Kurve hinter mir hatte. Ja, ja, ist ja gut, da ist eine Sphäre im Weg. Problematisch, würde ich sagen. Yeah. Schiff, machen wir eine Rechtskurve. Wieso ist der Delta-Quadrant auch so schmal? Weil er wenig erforscht ist. Ja, aber so sehr wie Janeway links, rechts geflogen ist, um nach dem nächstbesten Kaffee-Ausschau zu halten, müsste er ja irgendwie auch mehr erforscht sein. Ja, aber es ist ja auch nur ein Teil der Route der Voyager. Das ist... Warte, ich guck mal auf der Karte, das ist so dritte... Bis fünfte? Dritte, fünfte... Fünfte... Ja, dritte, vierte, fünfte Staffel. Weiß nicht, war das mit Kontrapunkt, war das sechste Staffel? Kontrapunkt, sagen wir nochmal welche, was das drin vorkam. Kontrapunkt, wo sie die Telepathen in dem Transporter-Suspension versteckt haben. Wo sie immer diese Kontrollen hatten. Ach, mit dieser klassischen Musik, die auf dem ganzen Schiff gespielt ja, wurde? Ja. Fünfte oder sechste, ja. Aber da bist, da bei bist den du mehr der Expert. Also im Devor-Raum da unten hört es dann auf. Touré noch. So. Farn 1. Bis in die 2360er Jahre war das Farn-System die Heimat einer warpfähigen Spezies. Die Folge eines Konkurrenzkampfes um Ressourcen und Lebensraum. Nee, als Folge eines Konkurrenzkampfes um Ressourcen und Lebensraum kam es zu einem Krieg zwischen den Farn und ihren Nachbarn im Parein-System. Die beiden Spezies für Angriffe, der Borg verwundbar machte. Ja. Cool. Sind beide am Kollektiv gestorben. Das Kollektiv assimilierte mehr als 98% der gesamten Farn-Population und die überlebenden Farn mussten ihre Heimatwelt aufgeben. 2373 kehrte eine Gruppe von Farn-Drohnen, die sich aus dem Kollektiv befreit hatten, in das System zurück und nahm den Krieg gegen die Parein wieder auf. Yay! Von einem Krieg in den nächsten. Es ist dem Eingreifen von Commander Chakotay von der USS Voyager zu verdanken, dass diese Drohnen mit dem kollektiven Bewusstsein der Kooperative verbunden wurden und dieser Krieg so sein Ende fand. Dritte Staffel. Jo. Beginnen. Farn-System. Patrouillieren. Okay, akzeptiert. Geht das jetzt wieder 8 Minuten? Die Schwachen jagen, aber wenn es schon die Schwachen heißt, ja. So, wir empfangen ein Notsignal. Die Quelle ist ganz in der Nähe. Es ist von... So, es scheint von einigen Borgschiffen im System gesendet zu werden. Kriegen Sie näher heran und versuchen Sie, ein stärkeres Signal zu empfangen. Okay. Unsere Freunde, die Kooperative. Juhu. Sir, wir empfangen einen Wir empfangen definitiv ein Notsignal von diesem Schiff der Kooperative. On screen. An alle nicht feindlichen Schiffe. Klar, melden sich bestimmt nur die nicht feindlichen Schiffe. Oh, guck mal, da ruft uns wer. Es ist ein Feind. Ist nicht für uns. Okay, weiterleiten. Mein Name ist James Hunt. Ich bin der Bruder von Dylan Hunt. Ich bin ein Mitglied der Kooperative. Lass mich raten, die Kooperative kämpft dann gegen das Nova Corps oder was? Nee, Nova Corps war, glaube ich. Was, wie hieß denn der Kram nochmal bei Dylan Hunt? Commonwealths. Commonwealths, genau. Das ist das Englische. Der Stern des Systems ist instabil geworden. Wir waren nicht in der Lage, den plötzlichen Sonneneruptionen zu entkommen und viele unserer Systeme wurden lahmgelegt. Hättet ihr mal ein Toxutat dabei gehabt? Hättet ihr euer Schiff mal luftdicht gebaut, dass es da nicht alles durchbläst? Bevor wir deaktiviert wurden, entdeckten wir Stoßtruppen der Vadvor in diesem Bereich. Hast du jetzt was anderes erwartet? Sie könnten unsere schlechte Lage ausnutzen. Wir bitten um ihre Unterstützung. Okay.
Verschwinden Sie von hier, Außenseiter! Ihre Einmischung ist nicht erwünscht! Diese Borg haben Sie nicht provoziert. Wir werden Sie vernichten. Roter Alarm. Oh, guck mal, hallo. Hi, guten Tag, hallo. Ja, Tag auch. Von mir aus hier. An die Wartwurst zu Hause. Das war blöd. Was denn? Wieso bist du tot? Weil ich blindlings einfach in diese Artillerie reingeflogen bin. Jo, kann man machen, muss man aber nicht. Warum sagte ich, das war blöd? Was ist das denn? Sonneneruption. Ist klar. Welche Sonne überhaupt? Da hinten oder was? Wie ist hier irgendwo da das helle Leuchtende da hinten? Ist es denn die Möglichkeit? Die mit ihrer Artillerie? Darf ich jetzt hier mal reparieren, bitte? Ich möchte meinen Freunden helfen. Lass mich doch mal in Ruhe. Mann. Achtung, Sonneneruption. Siehst du die irgendwie voraus? Ja, wenn es auf dem Bild so leichten Ameisenkrieg gibt. Ach so. Warum ist denn mein Cooldown allgemein so lang gerade? Sehe ich gar nicht. Ist auch nett, dass sie einem überhaupt nicht viele Schiffe entgegenwerfen. Ah. Achtung, Sonneneruption. Hat einen Vorteil, so muss ich dieses Mal. Ja, der Torpedo war ja so total genial geschossen. Das Video nicht heller machen. An manchen Stellen. Au! Ja? Ich merke nicht dieses blaue irgendwas fliegen. Trikobalt. Gegenstände nehmen, Gegenstände nehmen. Boah, jetzt hört doch mal auf hier. Freunde. Alter, wie viel sind da hinten noch? Da bleibe ich jetzt erstmal fern von. Ach du Sonneneruption. Da ist noch ein Angriffsschiff. Okay. Boom. Oh, außer Reichweite geflogen. Blöd. Achtung, Sonneneruption. Sehr gut. Klingt gerade echt wie dieser Roboter aus. Der Anhalter durch die Galaxie. Was? Nee, der war depressiv. Kannst du so jetzt nicht sagen. Ja, aber der hätte die Nachrichten genauso verbreitet, so. Achtung, gleich erfolgt Aufprall. Oh. Hier ist einer direkt neben mir. Ein Freund. Hallo Freund. Ein Freund. Ein guter Borg.
Sonneneruption. Ich sehe nichts. Ihr habt euch ein wahrlich schlechtes System ausgesucht, um hier zu kämpfen. Ein paar Minuten ist man hier blind. Bumm. Das ist so schön. Da 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 da. Da 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 da. Ich hab den Kubus repariert. Ey. Ach, da ist mein Aero-Shuttle. Hey. Ich lebe noch. Das sind all diesen Explosionen hier. Ich überlege immer die ganze Zeit, ist es noch da, ist es nicht mehr da? Ich sehe es zwischendurch einfach nicht. Aua, aua, aua. Aua, aua, aua. Nein! Beresford War Artillerie Schiff. Hat er das Ziel gewechselt? Warum? Egal. Leute, ich seh nix. Weißt du, dass sie so eine Eruption dezent Schaden machen? Fertig. So viel Zeug zum Einsammeln. Wir sind dankbar für Ihre Unterstützung. Ich war kurz überlegen, aber mein Schiff heißt Magellan. Ja, danke, okay. wie steht jetzt Magellan? Punkt. Wir werden uns zu unserem System mit weniger gefährlichen Solareruptionen begeben, um die Reparaturen abzuschließen. Ja. Dann mach das mal. Immer auf der Suche nach neuen Verbündeten. Unsere Langstreckenscans zeigen keine Gefahr an und wir können auf Ihren Befehl in das System verlassen. Ja, bitte. Ich will wieder was sehen. Bevor die nächste Sonneneruption hier losgeht. So, ich würde sagen, wir fliegen zwar jetzt nochmal runter zu dem anderen Planeten, damit wir das gleich in der nächsten Folge nicht drin haben, aber dann ist Ende im Gelände. Ja, warte mal. Das ist ein Stück. Das ist ein ganzes Stück weit weg. Ist fünf oder sechs Sektoren sind ein paar viele Lichtjahre. So, da prinzipiell fliegen wir gerade drei Staffeln Voyager. Ja, aber wir haben ja einen Quanten-Slipstream-Antrieb, das geht schnell. Mhm. Und wir halten hier an jeder Kaffeebar. Das ist richtig. Forschen ist langweilig geworden, endlich wieder kämpfen, oder wie war das? Ja, Gott sei Dank. Das war mein Slipstream-Antrieb, der hat auch mal länger gehalten. Ich weiß gar nicht, wie lange hält meiner denn? Ja. Meiner hält 161,1. Ah, ne, ist die Geschwindigkeit. Ich glaube, eine halbe Minute, 30 Sekunden läuft der. Oh, eine Sonne. Puff, au. Kommt davon, wenn man nach hinten guckt. Alter, ich habe gerade mal die Hälfte der Strecke geschafft. Jesus. Ja. Muss man ein bisschen mehr Skillpunkte in den Antrieb investieren. Wenn es mal wieder länger dauert. Ich glaube, da ist die Sonne, gegen die du gekracht bist. Ja, so eine weiße. Mhm. In meinem World War System. Sharp dran vorbei, sagen wir es mal so. Ist es noch weit? Dann sind wir endlich da. Ach, gleich schon. Ah. Da, da, da. Bam, bam. Bam, 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 bam. Ja, es wäre schön, wenn ich jetzt da wäre, aber ich glaube, ich bin noch, weiß nicht. Eins, zwei Sektoren.
Und da, wer noch? Ja. Ich gebe dir nur den Tipp, ein paar Skillpunkte für, warte mal, wie heißt es? Fähigkeiten, Antriebsspule zum Beispiel. Antriebsspule. Effizienz. Garantiert habe ich da auch schon welche drin, aber garantiert nicht so viele wie du. Warpkernpotenzial. Das ist immer noch nicht das System, Alter. Das machen wir also hier, ey. Das sind so die drei, die dafür sorgen, dass man schneller fliegen kann. Vorbeigeflogen. Nee. Bin da. Moment, warte. Yay! Warte. Was, Schere, Stein, Papier, Spock? Mach lieber so. Ja. Mit dem kleinen Schiff sieht das so klein aus. Entschuldigung, ich erkenne das kaum. Ja, okay, die Sprüche durftest du dir ja auch anhören. Ja. So, genau. Freunde, aber dann. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, hul, hul, mors, mors, macht's gut. Denkt dran, am 19. Dezember um 20 Uhr auf Twitch kommt der Livestream zum Mitmachen im Q's Winterwunderland. Mit ganz vielen wunderbaren Freunden und Gästen. Seid gespannt und ich gebe jetzt James die letzten Worte der Folge. Ja, wir sehen uns dann am Freitag und bis dahin macht's gut und schwingt einen Hut.